Berlin. Tag und Nacht Kretze. Nur ein Lückenbüßer für Emmy. Kretze ist am Boden zerstört, als er mitbekommt, dass Emmy wieder mit Janis zusammen ist. War der Berlin, Tag und Nacht Liebling nur eine Übergangslösung? Kretze fällt aus allen Wolken, als Janis plötzlich wieder in Berlin auftaucht und er dann auch noch erfährt, dass Janis Emmy zurückhaben will. Als er Emmy daraufhin enttäuscht damit konfrontiert, dass sie ihm davon nichts gesagt hat, versucht die Rotschopf seinen Ex-Freund zu beruhigen. Sie sei selbst völlig überfordert und müsse sich über einiges klar werden. Das sieht Kretze ein und verspricht, Emmy nicht noch mehr Druck zu machen. Berlin, Tag und Nacht Kretze, nur ein Lückenbüßer für Emmy? Doch am nächsten Tag kann er seinen Augen nicht trauen, Emmy und Janis erscheinen beim Foodtruck. Wie sich herausstellt, sind sie wieder zusammen, nachdem sie und Janis spontan die Nacht miteinander verbracht hatten. War Emmy auf einmal klar geworden, dass sie einzig und allein Janis liebt? Dass Kretze davon auf diesem Wege Wind bekommt, ist ihr sichtlich unangenehm. Später sucht Emmy ihren Ex daher noch einmal auf, um sich zu entschuldigen. Kretze ist außer sich, schämst du dich nicht? Wirft er ihr an den Kopf und unterstellt ihr, für sie lediglich ein Lückenfüller gewesen zu sein. Du spielst hier mit meinen Gefühlen. Alle Erklärungsversuche Emmys prallen an ihm ab. Ich bin ein Chaot, aber kein Idiot, schreit Kretze außer sich, bevor er Emmy fortschickt. Diese ist am Boden zerstört. Dennoch ist ihr bewusst, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich bin sicher, dass Kretze klarkommt. Auch wenn ich ihn als Freund für immer verliere. Später versucht Schmidti seinen besten Freund aufzumuntern, doch als er Emmys Verhalten kritisiert, kann Kretze nicht anders, als seine Ex zu verteidigen. Eigentlich hatte sie doch die ganze Zeit mit offenen Karten gespielt, wird ihm klar. Und seine Reaktion auf Emmys Entschuldigung war einzig seinen gekränkten Gefühlen geschuldet. Bei einem Spaziergang will Kretze sich wieder etwas beruhigen und läuft prompt Emmy über den Weg. Bevor sie zu Wort kommen kann, unterbricht Kretze sie und entschuldigt sich für seinen Ausraster. Ich kann es einfach nicht verkraften, dass du Janis liebst und wieder mit ihm zusammen bist, gibt er reumütig zu. Er habe gehofft, dass er derjenige sei, mit dem sie wieder zusammenkommen würde, und dass du meine Frau wirst. Emmy tun Kretzes Worte unglaublich gut. Ihr fällt ein Stein vom Herzen. Als er auch ihre Entschuldigung annimmt und sie beide beschließen, wieder Freunde zu sein. Als jeder von ihnen im Guten seiner Wege geht, läuft Kretze überraschend in Schmidti hinein, der schon ein Bier besorgt hat, um seinen Kumpel auf andere Gedanken zu bringen. Ob es so harmonisch bleibt, oder wird Janis bald von Emmys und Kretzes Deckdellmächtel erfahren und damit beginnt das Drama von Neuem? Wie es weitergeht, erfahren wir in den nächsten Tagen bei Berlin, Tag und Nacht auf RTL 2 und vorab TV Now.